willkommen zum Gottesdienst im Internet hier in Burkelow. Wir wollen heute Gottesdienst feiern und an die Taufe erinnern und auch an die Konfirmation. Eigentlich wäre heute ja der Konfirmationsgottesdienst der Konfirmanden gewesen. Aber der muss ja nun leider verschoben werden wegen der besonderen Situation. Also feiern wir heute, denke ich mal, Tauferinnerung. Jesus wuchs zu einem kräftigen jungen Mann heran und lernte von Josef das Zimmererhandwerk. Sein Vetter Johannes, der Sohn von Elisabeth und Zacharias, war schon von zu Hause weggegangen. Er lebte in der Wüste. Ganz wild sah er aus, mit seinen langen, zerzausten Haaren und der groben Kleidung aus Kamelhaaren. Johannes ernährte sich von Insekten und Honig. In ganz Judäa sprachen die Leute von diesem sonderbaren neuen Propheten, dem Mann, der in der Wildnis lebte und wie ein Engel redete, der den Menschen sagte, sie sollten ihr Leben ändern und sich im Fluss Jordan untertauchen, sich taufen zu lassen von ihm. Viele Menschen kamen zu Johannes dem Täufer, Kaufleute, Priester, Steuereinnehmer, sogar Soldaten. Sie alle bestürmten ihn mit Fragen. Johannes wusste immer eine Antwort, die sie mitten ins Herz traf. Ändert euer Leben, rief er der Menge zu. Hört auf, Böses zu tun und macht einen neuen Anfang. Wascht eure Sünden im Fluss ab. Viele Menschen ließen sich von Johannes mit Flusswasser taufen. Damit zeigten sie, dass sie ein neues Leben beginnen und nur noch Gott dienen wollten. Wer bist du? Fragten ihn die Leute. Bist du der Messias, den Gott als unseren Retter versprochen hat? Nein, antwortete Johannes. Nein, rief er in den Wind. Ich bin nur eine Stimme, die in der Wüste ruft: Macht Platz, bereitet einen Weg für den Herrn, der bald kommen wird. Johannes wusste, dass Jesus derjenige war, den Gott als Messias auf die Welt geschickt hatte. So sagte der Täufer den Menschen: Nach mir kommt ein Mann, der viel mächtiger ist als ich. Ich taufe nur mit Wasser, aber er wird die Menschen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Was meint er bloß? Die Leute schüttelten den Kopf. Dieser wilde Prophet sagte oft Sachen, zu verstehen war. Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa her an den Jordan. Da rief Johannes: Hier ist das Lamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnehmen wird. Wieder wussten die Leute nicht, wovon er redete. Aber Johannes kniete am Ufer nieder. Warum kommst du zu mir, um dich taufen zu lassen? Fragte er Jesus. Eigentlich müsstest du doch mich von meinen Sünden reinwaschen. Sträub dich nicht dagegen, Johannes, antwortete Jesus. Das ist es, was wir jetzt zu tun haben, damit alles geschieht, was Gott will. Also ging Johannes mit Jesus in den Fluss und taufte ihn. Jesus tauchte unter. Das Wasser wirbelte über seinen Kopf. Und als er wieder aus dem Fluss stieg, hörte Johannes eine Stimme aus dem Himmel rufen: Das ist mein geliebter Sohn. Er sah aus, als würde eine Taube im hellen Sonnenlicht flattern und über Jesus schweben. Da ertönte die Stimme noch einmal: Du bist mein Sohn, den ich liebe. Du bist mein Ein und Alles. Ich habe große Freude an dir. Die Menschenmenge sah nichts von alledem. Sie hörten nur etwas, was wie Donner in den Bergen klang. Johannes aber wusste, dass der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus herabgekommen war. Der Messias, der Retter der Welt,
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden in Bokelo, in Idensen und in Rissenrode, liebe Kinder und Erwachsene. Wir sehen viele Kerzen auf dem Altar stehen. Ihr Konfirmandinnen und Konfirmanden habt sie hier hergestellt, auch andere getaufte Kinder in unserer Gemeinde. Euer Licht ist heute hier und leuchtet uns. Taufe und Konfirmation gehören zusammen. Damit gehört man zur christlichen Gemeinde. Aber es bedeutet mehr. Das wird uns mit dem Symbol des Wassers bei der Taufe deutlich. Wir taufen mit Wasser, denn im Wasser liegt vielleicht das Geheimnis des Lebens und der Schöpfung verborgen. Taufen bedeutet so viel wie Untertauchen. Taufe ist auch ein Anfang oder ein Neuanfang. Wir haben es eben in der Geschichte gehört. Mit das Erste, was wir von Jesus erfahren, ist, dass er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft und ihm der Geist Gottes verliehen wurde. Damit beginnt die Geschichte. Die Taufe mit Wasser symbolisiert Reinigung, Umkehr und Erneuerung des Menschen, die ihn erst zu einem freien Menschen macht. Sie ist das Eintauchen in den großen Strom des Lebens, bei dem wir gehalten werden und bleiben. Wasser ist eines der Urelemente. Wasser begegnen wir überall. Gleich am Anfang der Bibel heißt es, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wenn ihr das nächste Mal vielleicht wieder ins Grüne aufbrecht, dann schaut doch ruhig einmal gemeinsam, wie Wasser unsere Welt verzaubert hat. Es hat Schöpfung, wie wir sie erleben dürfen, erst ermöglicht. Schöpfung bedeutet so viel wie aus Wasser schöpfen. Ohne Wasser könntet ihr gar nicht ins Grüne. Alles wäre Wüste. Und achtet auch einmal auf euch selbst, was Wasser mit euch macht, sinnlich wie mental, wenn ihr euch im Wald an den Rand eines Baches setzt und das Wasser gemächlich rauschen hört. Wenn ihr mit euren Geschwistern darin planscht oder wenn ihr nach einer langen Wanderung einen Schluck kühlen Wassers trinken dürft. Es ist das Wasser, das euch kräftigt und stärkt. Ein altes lateinisches Wort für stärken ist übrigens cum für mare. Es findet sich heute noch in unserem Wort Konfirmation wieder. Damit bestärken wir noch einmal selbst das Ja, das Gott uns mit der Taufe geschenkt hat. Wasser schenkt also Leben. Wo es hinfließt, keimt Leben. Und wo Leben keimt, wo Leben ist, keimt die Hoffnung, die uns stärkt. Somit können wir vielleicht alle, wenn wir heute an die Taufe erinnern, uns gleichzeitig daran erinnern, dass zu uns als mit Wasser getaufte Christinnen und Christen immer die Hoffnung gehört. Unsere aktuelle Situation erinnert jedoch viele sicher mehr an eine einsame Wanderung durch eine Wüste, die uns ganz besonders auf die Probe stellt, als an eine Zeit, in der wir hoffnungsfroh gemeinsam mit anderen Menschen am Wasser spielen können oder gar fröhlich feiern, ob nun Konfirmation oder etwas anderes. Doch stehen wir daran nicht am Ende. Die Schöpfung will erneuert werden. Wir können gestärkt als neue Menschen zurückkommen. Wir können ein neues Leben wagen. Das ist und bleibt unsere Hoffnung. Amen. Thank you.
A und O, Quelle und weites Meer unseres Lebens bist du. Du kennst uns durch und durch, denn von dir sind wir ins Leben gekommen. Du erwartest uns eines Tages mit geöffneten Armen. Dies ist unsere Hoffnung durch Jesus Christus, unseren Bruder. Herr, wir bitten dich für die Familien und für die, die eine Familie gründen, um Zeit für das Miteinander, um Zeit für sich selbst und dass jedes Familienmitglied ein Zuhause hat, in dem es sich geborgen fühlt. Wir bitten dich für die alten Menschen. Lass sie Teil des Zusammenlebens bleiben, hier in Bokelow und in unseren Familien. Wir bitten dich für alle, die Kinder und Jugendliche erziehen. Lass sie ein Ohr haben für die, die ihnen anvertraut sind, auch jetzt in der Distanz durch das Coronavirus. Gott, ganz besonders bitten wir dich heute für unsere Konfirmanden. Sie wollen mit deinem Segen durchs Leben gehen. Sei bei ihnen. Begleite sie bis zum September, bis wir endlich zusammen Konfirmation feiern dürfen. Wir bitten dich für unsere schöne Erde. Der Mai ist gekommen und die Natur zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Lass uns immer wieder abwägen und unseren Lebensstil so führen, dass deine wunderbare Schöpfung ein Lebensraum für alle Geschöpfe ist. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen. Herr, nimm sie in deinem Reich auf und schenke denen, die um sie trauern, Trost. Ganz besonders bitten wir dich für die Familien unserer Taufkinder und unserer Konfirmanden, in denen jemand verstorben ist. Guter Gott, zuletzt bitten wir dich um Frieden für unsere Welt. Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Das Leid, das wir Deutschen und auch andere Völker über die Menschheit gebracht haben, ist unaussprechlich. Wir wollen uns daran erinnern und auf die Stimme der Großeltern hören, die mahnten, das darf nie wieder geschehen. Darum bitten wir dich, lass uns den Frieden einüben, jeden Tag. Lass uns Umkehr einüben. Hilf, dass der Friedensweg unserer Wirtschaft sich verbreitert. Und lass unsere Politikerinnen und Politiker auch den politischen Weg des Friedens ausbauen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in die kommende Woche unter dem Segen Gottes. Er begleite euch durch diese Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen.
Schön, dass Sie heute in unseren Gottesdienst angeschaut haben. Und ich hoffe, dass wir uns bald hier in der Kirche wiedersehen. Und bleiben Sie schön gesund. Tschüss.